Jetzt ist es soweit. Der Twitch-Titel, der WOM, steht auf dem Spiel, liebe Freunde. Wer führt den Midcard-Bereich an zum Ende hin der Season? Ist weiterhin Howard Green oder Diamond, der seinen allerersten Titel in der WOM holen kann am heutigen Abend? So wie Green. Ah ne, der hat ja schon Hussex-Titel. Sorry. Hier kommt der Mann zum Ring, der sich sein Ziel der Season heute erfüllt hat, indem er eindrucksvoll und dominant gegen Fandango gewonnen hat und klargestellt hat, dass er der Nummer 1 Tänzer ist. Ladies and Gentlemen, dieser Mann hatte eine enorme Season. Er ist eingestiegen in der WOM und ganz weit nach oben gekommen. Er steht kurz vor dem Top 10 Bereich. Er hat den Titel fast schon gehabt, aber nur fast. Jetzt macht er sich bereit, am heutigen Abend das i-Tüpfelchen zu vergeben auf seine Karriere hier in der Season 2. Ladies and Gentlemen, Angelo Martinez, Diamond! Ja, und da wippt die Backstage-Gemeinde wieder mit. Das ist ein Lied, wo er doch hier Beliebtheit erlangt hat am Anfang der Season. Aber jetzt kommt sein Gegner. Und das ist ein Mann, der vor der WOM bei den Chicago Bulls VIP-Spieler war. Der Mann hat sportlich gesehen in seiner Basketballkarriere alles erreicht. Und dann ist er ins Wrestling-Geschäft eingestiegen. In die WOM. Sehr, sehr erfolgreich. Er wurde WOM Who's Next Champion innerhalb relativ kurzer Zeit. Hat er viele Punkte geholt, einen enormen Aufstieg gehabt und hat es dann schlussendlich geschafft zum WOM Twitch Champion. Der aktuelle verteidigende WOM World Twitch Champion Howard the Bull Green. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose. Everybody, we rolling. Everybody, we rolling. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world. I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much. I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking. I just count the hours. I'm tripping off the power. Till then, get the world's hours. Ja, da schreibt der Worobjev das auch nochmal. Antoine, es gefällt mir gut mit der Musik. Da muss ich auch nochmal sagen, in der Season 2 enorme Steigerung zu Season 1. Wir haben wirklich... Also ich muss wirklich sagen, von den User-Wrestlern her haben wir wirklich die Besten. Also was ihr da an Wrestlern gemacht habt diese Season, das passt zusammen. Da haben wir jetzt zwei einer unserer besten Beispiele auch hier nochmal im Ring. Also wenn ich da mal so schaue bei YouTube oder so, auch mal ein bisschen guck, was so läuft. Also euch kann da keiner das Wasser reichen. Also die Persönlichkeiten, die wir da haben, der Top-10-Bereich, jetzt die beiden, die wir gesehen haben. Also ganz großes Lob. Also das macht die WOM ja erst aus. Also ich bin echt mal gespannt auf Season 3, was ihr da so zaubern werdet. Also ich kann es eigentlich kaum abwarten. Ich freue mich gar nicht auf WWE 2K18. Ich freue mich mehr darauf, wie die Wrestler alle aussehen werden. Und also wenn sich das nochmal steigert von Season 1 zu Season 2 und wenn sich das nochmal so steigert von Season 2 zu... das ist einfach übel. Die Gimmicks, die könntest du so 1:1 in der echten Wrestling-Liga bringen. Da ist nicht so ein sondern anderer kopierter, weiß ich nicht, hier eine WWE-Kopie oder hier ein weiterer Luchador. Wir hatten ja 10 oder 12 Luchadors. Das war ja alles so, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, das hat sich wirklich enorm gesteigert.
Ich würde dir auch eiskalt zutrauen, dass du auch im Real Life bei so einer Wrestling-Liga deinen Knockout so ausführen würdest. Das ist richtig. Los geht's, Twitch-Titel-Match. Wir sind gespannt, sehr ausgeglichen. Gesamtstärke haben wir hier. Eine 72 für Diamond, eine 71 für Howard Green. Ziemlich gleich auf. Diamond hat mehr Punkte für Skills als Howard Green, aber nicht bedeutend viel mehr. Also das könnte hier spannend werden. Die ersten Akzente setzt Diamond im Match. Hallo, It's Mafia, der meldet sich auch mal wieder zurück. Schönen guten Abend. Ich würde sogar sagen, wir haben bessere Gimmicks als die WWE. Bei WWE sind so viele, die kommen einfach nur rein. Da weißt du gar nicht, wer ist das überhaupt. Die kommen einfach nur rein. Die heißen dann irgendwie so Vor- und Nachname. Diamond jetzt auf dem Top Rope. Den Backdrop vom obersten Seil hier auf Howard Green. Diamond kontrolliert weiterhin. Es sieht gut aus für den Tänzer der WOM. Und da soll der Tango Elbow kommen. Diamond heute nach seinem Sieg gegen Fandango ziemlich aufgepusht, ziemlich gut in Form. Wirklich der Abend hier bisher von Diamond. Kann Green was dagegen unternehmen? Der Pancake! Oh, und das sieht nicht gut aus für Green. Green ist jetzt gefordert. Cover von Diamond. Reicht das schon aus? Nein, das reicht natürlich noch nicht gegen den Twitch-Champion. Hier muss Diamond nachlegen. Aber es sieht gut aus. Wenn er genauso weitermacht wie bisher, dann kann das schaffen, zum allerersten Mal in seiner Karriere hier einen Titel zu gewinnen in der WOM. Das ist immer ein ganz besonderer Moment. Aber Green, das lässt er sich natürlich nicht so leicht nehmen. Hier Camel Clutch von Green. Und Green, jetzt gleicht Green hier aus. Er will den Titel verteidigen. Er denkt sich, das, was der Diamond hier gemacht hat, das geht mir zu weit. Gorilla Press. Cover Gola, was war's? Gola Press Spinebuster. Ich hab schon tausendmal erwähnt sein Signature. Auf jeden Fall ist Green hier beim Signature. Ja, das braucht er auch hier, um auszugleichen. Diamond, wir haben schon Signature Finisher von Diamond gesehen. Green auf dem Top Rope, aber das geht leider in die Hose. Da fehlt die Sprungreichweite. Aber jetzt Green. Ansatz zum Jackhammer. Und der Jackhammer, der geht durch. Cover jetzt von Green. Oh, und jetzt wird die ganze Sache hier richtig heiß. Zwei Kick-Out von Diamond. Eieiei, jetzt könnte der nächste Finisher eventuell schon entscheidend sein. It's Mafia, bald geht's wieder los. Season 3, alles wieder von vorne, wenn du da Interesse hast. Alles wieder auf Null gesetzt. Diamond jetzt mit dem Konter. Er hat jetzt gerade, er hat gut kassiert jetzt die letzten Minuten von Green. Er versucht jetzt dagegen anzukommen mit dem Hip-Toss. Sehr schön gemacht, um die Kontrolle zu bekommen. Auch Green schüttelt den Kopf, sagt nein, Diamond, nein. Hier geht's jetzt nach meinen Regeln weiter. Fängt den Kick ab und Green bleibt in der Kontrolle. Der Twitch-Champion will verteidigen, man merkt es, der Ehrgeiz. Und jetzt geht Green in Führung.
Gorilla Press, Spinebuster Kombi. Cover von Green. 2, 3, das ist die Titelverteidigung. Green verteidigt. Green, ihm trennt nur noch ein Match davor, diese Season als Champion im Midcard-Bereich abzuschließen. Glückwunsch an Howard Green. Schade für Diamond, das wäre sein erster Titel gewesen. Wieder knapp vorbeigerauscht. Diamond war am Anfang des Matches der Dominierende. Aber Green hat sich hervorragend zurückgekämpft, hat das Match gewendet, hat den Sieg geholt. Ja, sehr ärgerlich, aber so ist es leider noch manchmal. Aber in der Chamber ist wieder hart, aber Diamond könnte nochmal die Chance bekommen. Glückwunsch an Green, wir sind gespannt, wie es da weitergeht im Midcard-Bereich. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, everybody we rollin'.